Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan Herausforderer. Ja, ich bin schon mal da im Community-Clan, denn ich hatte das ja schon vor Wochen versprochen. Ich mache mit euch mal wieder einen Clankrieg in meinem Community-Clan, der da heißt Herausforderung, und ich bin schon mal auf dem richtigen Dorf. Das ist natürlich nicht schlecht, das ist der Toto hier. Und ich blende euch schon mal vorab ein bisschen die Tag ein. Ich gebe euch gleich mal so ein bisschen so die Eckdaten bekannt. Also RVV2CUV8, das ist der Clan. Der Clan heißt Herausforderer und ist im Moment, er ist sogar schon offen mit 1500 benötigten Trophäen, die ihr haben müsst. Und null im Nachtdorf, weil ich habe es Nachtdorf nicht, deswegen steht hier vermutlich auch null. Ich könnte es jetzt hochdrehen, aber da ich mit diesem Account das Nachtdorf gar nicht bespiele, lasse ich die auch auf null. Mal sehen, ich hoffe ja immer, dass der Clan so ein bisschen voll wird. Und ihr seht das hier, ich habe auch schon einen drin, nämlich dem Alex. Das ist mein, weiß gar nicht welcher Account, aber es ist einer meiner Rathaus 9er, der mich hier so ein bisschen unterstützt hat. Er hat mich hier ein bisschen beim Pushen unterstützt, denn ich will immer nur Max-Truppen, bekomme die natürlich nicht. Aber ich hoffe, dass ihr von mir die Max-Truppen bekommt, denn ich werde in diesem... Oh, hier möchte schon jemand rein. Nett. Bevor ich den aber reinlasse, sage ich erstmal, glaube ich, was dazu. Also ich werde mit dem Thorsten-Account natürlich hier reinkommen. Passend am Freitag soll nämlich der Clankrieg starten, beziehungsweise machen wir diesen Clan voll. Am 17.8., dann haben wir einen Tag Vorbereitung, müsste dann der Samstag sein. Dann haben wir Kampf. Ich denke mal, ich werde das so in den Nachmittag, frühen Abendstunden öffnen, sodass auch eine relativ breite Masse am Alter so ein bisschen an diesem Clankrieg vielleicht teilnehmen kann. Und werde mit dem Account kommen, dann habe ich nämlich den Warden, der läuft jetzt noch 5 Tage hier, und ich habe dann, glaube ich, auch schon eine Truppe mehr. Ja, ich glaube, mein Labor, kann ich ja jetzt nicht sehen, läuft dann auch aus. Dann habe ich immerhin das Luftschiff auf Level 2 für euch zum Verspenden. Und ich wollte natürlich nicht mit diesem hier reingehen, beziehungsweise meine beiden Accounts gehen hier raus, und ich möchte eigentlich auch nicht, dass Leute aus meinen Clans, wo ich bin, vor allen Dingen Spätzle mit Soße, die sollen ruhig ihre Clankriege weitermachen, sondern ich will das Ganze ja mit euch spielen. Ich weiß, dass die auch, der eine oder andere guckt mich auch da im Clan und verfolgt mich da ab und zu, aber ich denke mal, die können ganz locker einfach weiter ihre Clankriege spielen und vielleicht mit dem Twink hier reinkommen. Ich habe das jetzt ganz, ganz bewusst gewählt. Ich war heute Radfahren heute Nachmittag und habe so ein bisschen mal über diesen Krieg nachgedacht. Und wann ich ihn denn mache. Ich hatte ihn ja versprochen, und versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Und dann fiel mir so ein, irgendeiner hatte mir geschrieben, Toto, da muss ich ranhalten, Clanspiele sind ja. Ja, ich weiß, Clanspiele fangen morgen an. Also ich nehme die Folge am Sonntag auf hier. Und klar, die Clanspiele fangen an. Und ich möchte natürlich nicht, dass jemand diese Clanspiele verpasst, nur wegen dem Community-Clan hier. Denn die solltet ihr erstmal ganz in Ruhe in euren Clans machen, in euren Stammclans, bevor ihr vorhabt, hier bei mir zu joinen. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich den hier mache. Und von daher hoffe ich, dass das so wird wie das letzte Mal. Letztes Mal hat das super geklappt, kann ich euch sagen. Ich weiß nicht, wer es so ein bisschen verfolgt hat. Ich muss hier... was muss ich denn eigentlich machen? Ich muss hier, ich denke mal, die Dinger hier kaputt machen. So, das ist der eine, der ist sowieso im Bau da hinten. Und den schießen wir hier nochmal an. Denn dann kommen wir ja einfach jetzt mal von hier aus rein. Also letztes Mal hat das wirklich, wirklich gut geklappt. Die sich vielleicht noch erinnern können, wir haben auf den Schlag, glaube ich, direkt zu Anfang so einmal den Minenwerfer schießen lassen, dass ich hier mit den... Komm ich jetzt schon rein? Ja, ich nehme jetzt schon mal meine... Oh, da war gerade voll das dicke Vieh in der Lampe. Donnerwetter. Hört ihr das vielleicht? Alter, der hat sich voll in meine Lampe verfressen hier. Irgend so ein dicker Brummer. Krass. Naja, ist nicht so schlimm. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ich war stehen geblieben bei... Das hat letztes Mal wirklich, wirklich, wirklich super geklappt. Und wir hatten auf den Schlag ja 48 Leute, die direkt grün waren. Das heißt also keine Clankriegsspray. Das heißt, ihr solltet keine
Kriegssperre haben. Und ihr solltet natürlich die zwei Angriffe machen. Ihr könnt danach gerne gehen, dann, wenn ihr keinen Bock mehr habt und gerne in eure Stammclans wieder zum Wochenende die CKs weiterspielen wollt. Allerdings habt ihr dann natürlich einen kleinen Timer. Aber ich glaube, das ist dann nicht ganz so schlimm. Und wir starten bei Rathaus 7. Viele sind natürlich Rathaus 5, Rathaus 6, Rathaus 4. Da kannst du dann anfangen, Clankriege zu machen. Aber ich denke, wir starten ab Rathaus 7. Da hast du Drachen. Ich will nicht sagen, da steigen jetzt die Chancen auf Sterne. Natürlich macht man mit 4, 5, 6 auch Sterne. Aber letztes Mal haben wir auch bei 7 begonnen. Ich glaube, das war eine ganz, ganz gesunde Mischung. Ich werde mir auch wieder jemanden suchen, der mit mir das Ganze... ich glaube, das schaffen wir nicht wirklich mehr. Der mit mir das Ganze so ein bisschen koordiniert. Das heißt also irgendein Vize, der mit mir so ein bisschen aussortiert, wo wir dann die Leute auch wieder kicken. Also ich kicke euch raus, wenn ihr nicht grün seid, wenn ihr noch Clankriegssperren habt, die zu lange dauert, oder aber wenn ihr zu stark gerusht seid. Also ihr könnt von mir aus gerne, ihr müsst nicht Max sein oder so, aber ich denke mal eine gesunde Mischung aus einer Base, aus Truppen und so sollte man schon haben. Das fände ich fair. Also ich möchte auch nicht so jetzt die Ober-Engies, die Ober-Ruler-Engies haben. So nach dem Motto, ich bin Engie, ich reiß hier alles, mache hier alles Sterne, aber meine Base, Leute, die hält natürlich nie. Also eigentlich möchte ich schon normale Dörfer haben, ganz normale 7er, 8er, 9er, 10er, 11er und auch 12er, damit ich nicht alleine der alleinige Spender bin mit dem Thorsten, denn dann wird schon wieder ein bisschen schwer. So, ich habe mal eben auf den einzigen Teilnehmer hier im Moment im Clan reingeswitcht. Ich switch gleich auch nochmal auf den Toto zurück. Allerdings müssen wir eben warten, dass der King wieder aufwacht und dass die Clanburg wieder befüllt werden kann. Ja, und mit dem kann ich auch ein bisschen farmen. Also warum alleiniger Spender? Also gerade die Karre hier kann ja jetzt schon nicht unwichtig sein. Aber Leute, ich kann auch nicht 300 Karren innerhalb von 2 Tagen produzieren. Das müsst ihr mir nachsehen. Das schaffe ich alles nicht rein zu farmen. Letztes Mal hat das auch gut geklappt. Da gab es allerdings noch keine Karre. Und was habe ich denn eigentlich mit dem... Ich muss mal eben so ein bisschen aufs Tab gucken. Was habe ich mit Alex für eine Truppe? Ach, da habe ich so eine Truppe, mit der ich gar nicht angreifen kann. Aber wir probieren mal... Ah, nee, das ist jetzt auch nicht so die Base. Da hat das super geklappt. Da gab es aber noch keine Karre. Deswegen, vielleicht finden sich ja 1, 2, 12er, die sich sagen, komm, ich unterstütze den Toto da. Der junge Mann braucht ein paar Karren für seine Meute im Community-Clan. Und die Eckdaten auf jeden Fall nochmal unter meinem Video in der Beschreibung. Ich werde das in dieser Woche auch nochmal so ein bisschen wiederholen. Es wird ja noch ein paar normale Folgen geben. Und dann könnt ihr euch darauf einstellen. Der Clan bleibt schon mal jetzt so auf. Also ich werde ihn schon mal so auflassen. Wenn der ein oder andere jetzt sagt, komm, ich scheiße auf die Clan-Spiele und gehe schon mal mit meinem Account da rein, weil er so wie der Alex hier eigentlich nichts mehr braucht, dann könnt ihr schon reinkommen und unter Umständen lasse ich euch dann rein, wenn ich mal in diesen Clan reingucke. Ich gucke nicht wirklich hier oft in diesen Clan hier hinein und den nehmen wir mal mit. Ich kann es ja nicht wirklich mit dieser Truppe, aber ist nicht so schlimm. Dann machen wir das mal. Wir greifen einfach mal an hier. Ich muss einfach mal ein bisschen Truppen entsorgen hier mit diesem Account hier. So muss ich das mal sagen, denn der macht nicht wirklich viel. Der macht hier wirklich nicht viel. Jetzt nehme ich auch mal die Clanbuchtruppen, damit sich die auch mal lohnt vom Toto. So, dann geht das hier jetzt hoffentlich gleich weiter in diese Base rein. Eigentlich sollte man natürlich ein paar Bowler in die Clanburg mitnehmen. Allerdings habe ich natürlich mit dem Toto sind die stärksten Truppen im Moment die Riesen. Und deswegen nehme ich die einfach mal mit. Ich meine, für diese Base hier und für diesen Account reicht das. Ihr wisst das, dieser... ich will jetzt nicht sagen, dieser Account interessiert mich nicht mehr. Das ist natürlich nicht so. Aber ich muss mit dem nicht mehr so viel farmen, nämlich eigentlich gar nichts. Und deswegen kann ich mit dem immer so ein bisschen so ganz, ganz piano machen. Mach das jetzt hier mal am Tablet. Über das Tablet bin ich ja im Moment sehr, sehr nölig, weil es so langsam geworden ist. Und Marvelflow, es geht ja doch. Es geht ja doch noch. So ist es ja nicht. Ich habe hier natürlich echt wenig in der Mitte. Mal sehen, was wir hier eigentlich in den Hut bringen können. So ein paar Skelette mit so ein bisschen Hexe. Oh, den King dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und dann sollen die hier nochmal rüberspringen. Denke ich mal, wir heilen hier mal den Dicken auch mit durch. Und seine kleine Meute. Ich glaube, das ist ganz gut. Das war jetzt auch keine starke Base. Rechts und links gehen tatsächlich mal meine Hexen mit den Heilern. Das habe ich ja nie so
Mir ist ja noch nie ein Clankriegsangriff, glaube ich, mit Hexen, Heiler-Kombination gelungen. Aber jetzt ist mir das mal gelungen. Und wie gesagt, auch der Alex wird hier diesen Clan wieder verlassen. Also wirkliche 49 Plätze nur für euch. Und ich freue mich auch schon. Wir werden natürlich auch ein bisschen Livestream mal sehen, ob ich Samstag, Sonntag mich tatsächlich mal noch 2 Tage, damit ich auch wirklich meinen gesamten Urlaub und auch vor allen Dingen das gesamte Event mit euch ausnutze, mich hinsetze. Oh, super. Da hat der schon mal was bekommen. Und das kann ich mir ganz, ganz gut vorstellen. Das hatte ich mir auch so ein bisschen vorgenommen, gerade wo ich noch ein bisschen freie Zeit habe, auch in meiner letzten Urlaubswoche, dass ich noch ein bisschen vermehrt was mit euch mache. Aber lasst euch da einfach mal überraschen. Wow, das nenne ich ja meinen Gegner für meine kleine Truppe hier. Aber ich denke mal 795.000 Elex. Ich brauche mit diesem Account hier Elex. Die kann ich mir nicht entgehen lassen. Mal sehen, ob wir uns die mal so im ganz kleinen Stil hier, ob wir uns hier nicht im ganz kleinen Stil so ein bisschen schon mal was holen können. Das ist sicherlich nicht ganz so einfach. Mal sehen. So, wo ist das Elex? Wo ist der King? Ich meine, das ist eine 8er Base. Die muss ich eigentlich mit meiner Truppe nicht wirklich anfangen. Der hat 4 Minenwerfer, wovon einer mich jetzt schon ganz schön schröpft da hinten. Aber meine Bogenschützen packen die das an. Nee, da muss ich den kurz mal ablenken, dass die den wenigstens das Lager hier mit wegbekommen. Und dann nehmen wir hier, ich glaube, hier nehmen wir einmal 2 Blitz. Ich glaube, das ist ganz gut. Ah, da hinten ist auch so viel Dunkles. Ah, verdammte Eieraxt. Mist, da ist auch so viel Dunkles und da geht es auch zu den Elex-Pötten. Da ist ein Elex-Lager, hier ist ein Elex-Lager. Ach, Mensch, Mist. Wartet mal. Ich glaube, wir machen das mal so. Wir schicken hier einmal den Dicken rein. So, schon mal so ein bisschen leichte Unterstützung mit den Bogenschützen. Die waren jetzt relativ weit weg, habt ihr gerade gesehen. Also so ein bisschen wieder kleine Farmfolge hier. So, dann gehen wir nämlich von hier oben rein, weil der hier oben so viel schönes Dunkles für uns hat. Jetzt hat es den King zwar zerrissen, aber das ist nicht so schlimm. Denn vorzugsweise möchte ich ganz gerne das Elix hier haben, tatsächlich. Und vielleicht ein bisschen das Dunkle. Mal sehen, ob ich meinen King hier noch ein bisschen level auf den Account hier, bevor es auf Rathaus Level 8 geht. Mal sehen. Aber wie gesagt, es ist kein echter Account, um an den Clan, in dem Clankrieg hier mitzuspielen. Ist zwar ein 7er, hat sogar 2 Drachen. Kaum zu glauben. Die hat er. Aber ich glaube, er ist doch ein bisschen, obwohl es ist eigentlich ein ganz normaler 7er. Ne? Der hat hier die 2er Drachen. Oder habe ich nur noch einen? Okay. Der hatte die 2 Drachen, hat ganz nette Zauber, 200 Truppen. Also es ist eigentlich ein ganz normaler 7er, wenn er nicht so eine schwache Base hätte. Und deswegen nehme ich ihn auch nicht mit, weil die Base natürlich fürchterlich schwach sind. Und ich glaube, wir haben hier 795.000 Standard jetzt eben. Ich glaube, den haben wir nochmal ganz ordentlich gemacht und haben sogar einen Stern geholt. Auch nicht schlecht. Also mit der Truppe ja, gar nicht mal so übel. Cool gemacht. Und wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich mal wieder sowas mit euch spielen kann. Das ist ja eigentlich das 5000er Abonnenten-Event. Wir sind ja jetzt schon ein bisschen weiter. Finde ich auch echt super. Hat mich auch gestern Abend gefreut. Also gestern Abend war ja Samstagabend der Stream. Ich blende euch den am Ende nochmal ein. Falls ihr den versäumt habt, könnt ihr euch einfach nochmal angucken. Chillige 2 Stunden, glaube ich, sind das gewesen. Und von daher bin ich im Moment mit meinen anderen Accounts tatsächlich ein bisschen aktiver als mit dem Rathaus 12er, vor allen Dingen was Clankrieg angeht, denn der hat im Moment Dauerheldenpause und das kann ich mit dem natürlich nicht behaupten, aber 517.000, das ist super hier und vor allen Dingen gewonnen. Also die Truppe ist gar nicht mal schlecht hier. Ich meine, ist eine Farmtruppe mit ein paar Bartsch oder ist ein bisschen Bartsch mit 6 Riesen und 3 Mauerbrechern. Mehr ist es nicht, aber ich wollte hier, bevor ich hier das Rathaus anstarte, wollte ich in jedem Fall alle Truppen durchforschen und auch alle Kasernen auf Max haben. Da habe ich noch 3 Stück vor mir. Also haltet euch bereit für den Community-Clan. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf mich. Und wir freuen uns auf alle. Wir wollen alle Spaß haben. Das steht vor allen Dingen in einem ganz, ganz großen Hintergrund. Alle wollen wir Spaß haben. Also wir nehmen hier die Lage des tierischen Ernstes. Also wir nehmen das alles nicht so super eng. Obwohl wir den letzten Jahr verloren haben. Vielleicht können wir ja den letzten mal gucken. Vielleicht können wir den letzten toppen. Ich meine, es ist 241 Tage jetzt her. Es wird auch Zeit, Toto. Und weil er
wirklich jetzt schon so lange gewartet hat, nehmen wir ihn an, mal sehen, wer es ist. Und dann kann er ja schon mal bleiben oder er kann wieder rausgehen. Also, na, wie gesagt, unten in der Beschreibung stehen nochmal die kleinen Regeln. Sind keine fetten Regeln. Ich verbleibe, euer Toto. Clasht.